Ja, hallo, hier kommen wir zu einem neuen Video von mir. Die neue Apple TV. Ich musste ein bisschen warten. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Ja, ich habe jetzt endlich die neue Apple TV 4K. Diesmal ja farbig. Ich habe noch eine andere 4K. So sah der Kasten vorher aus. Also man sieht schon, die Höhe und Größe ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde sagen, wir packen das erstmal aus und dann machen wir ein paar Vergleiche. Ich habe extra die 128 GB, damit ich auch gegebenenfalls immer den Netzanschluss habe. Aber wir packen das erstmal aus hier gemeinsam. Was für ein Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Habt ihr schon die neue Apple TV oder habt ihr noch die alte? Obwohl die alte nicht schlecht ist. Ja, hier ist ein bisschen geprägt, aber gut, das sind ja bei den meisten Produkten von Apple. Ja, das ist die neue. Die ist na klar noch ein bisschen eingepackt, aber wir gucken erstmal weiter rein. Hier ist nichts weiter. Hier ist die. Oh, die ist aber sehr schwer, die Fernbedienung. Ja, hier ist dann das Elektrokabel oder Netzanschluss. Ja, hier sind ja klar die Bedienungsanleitung. Können wir mal kurz rausholen. Sticker sind leider nicht dabei. Aber das ist natürlich bei Zubehör immer geschuldet. Also wer noch nie eine hatte, sollte sich das mal kurz durchlesen. Und diesmal ist der Anschluss USB-C. Ah, da kommen wir gleich noch hinzu. Ja, hier ist denn nichts weiter. Nee, das ist hier alles leer. Das legen wir da mal rein. Das kommt wieder oben drauf. Und packen wir das mal weg. So. Ich würde sagen, wir packen erstmal die Fernbedienung aus. Also die liegt richtig gut in der Hand und ist auch echt schwer. Zum Vergleich, die vorherige, mit dem weißen Ring konnte man das ja sehen, dass es für die 4K ist. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Man sieht das ja auch in der Größe, aber wir packen das erstmal gemeinsam aus. Ja, wunderbar. Schönes Geräusch. Ja. Gut, hier sieht man klar Staubreste. Das ist jetzt ein klar Aluminiumgehäuse. Diesmal haben wir auch die Taste für Siri oder Mikrofon. Und hier haben wir noch den Lightning-Anschluss und hier haben wir USB-C. Und diesmal ist das auch geschraubt, obwohl ich die Fernbedienung nicht schlecht finde. Also um Gottes Willen. Aber diesmal sieht man das deutlich. Hier ist nur so ein kleines, hier haben wir einen größeren Bereich für die Funkübertragung bzw. Fernbedienung. Infrarot. Ansonsten ja, plus, minus. Hier haben wir die Fernsehtaste. Menütaste ist, glaube ich, der Punkt. Aber man kann auch, das ist auch noch mehr Siri gebunden. Also man kann noch besser sprechen. Obwohl, wenn ich hier drauf drücke, das ist ja die gleiche Taste. Wie gesagt, gut, wir haben jetzt hier eine Taste mehr. Eine andere Steuerung. Ja, aber die liegt gut in der Hand. Ja, die ist nicht schlecht, aber die liegt doch, also für mich persönlich deutlich besser in der Hand. Aber wir wollen uns nicht lange aufhalten mit der Fernbedienung. Wir kommen zum schönsten Teil. Machen wir mal hier unten auf. Weg damit. Dann öffnen wir das mal. Ja gut, hier sieht man den Apfel-Logo. Ja,
ja, ich würde sagen, leicht gummiert, dass es nicht rutscht. Netzanschluss, HDMI-Anschluss, Netzwerkanschluss. Wie gesagt, viel sieht man da auch nicht. Zum Vergleich, die 4K vorher. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich halte das mal so hin, dass sie doch deutlich höher ist. Weil hier haben wir eine aktive Kühlung bei der ersten Variante 4K. Ist auch schwerer. Das ist jetzt hier die 32 GB. Hier steht ein kleiner TV drauf, hier nicht mehr. Wie gesagt, links ist die neue 4K Apple TV und das ist der vorherige. Ja, vorherige ist na klar deutlich ist ein bisschen größer. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ich lege die mal beiseite. Ja, fühlt sich aber trotzdem, es ist leichter geworden. Wenn ich die erste 4K, ist schwerer, weil ich, ist auch höher, der Kasten an sich, plus die aktive Kühlung, das macht sich schon bemerkbar. Wie gesagt, der erste Eindruck gefällt mir nach wie vor. Ja, dann werde ich das jetzt einrichten und dann soll es auch hier so gewesen sein. Ich meine, das gibt etliche Videos schon darüber. Das Einrichtungsvideo ist klar bekannt, brauchen wir nicht weiter einrichten. Aber es gefällt mir. Ja, ich würde sagen, das soll es auch hier gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und welche haltet ihr denn? Oder welche findet ihr besser? Die mit der aktiven Kühlung? Oder die etwas günstigere Variante ohne Netzwerkanschluss? Ja, ich bin dafür, ich wollte die gerne haben. Halt. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch und ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao.